Hello. Ja, so fangen die Vlogs meistens an, ne? Und bei mir fängt er jetzt an mit einer Bestellung, die heute bei mir angekommen ist. Und nein, es sind keine Klamotten. Ich habe mich dran gehalten. Aber es ist trotzdem ein bisschen ein Invest, muss ich schon sagen. Also die Dinger sind echt nicht billig. Und zwar habe ich bestellt bei Tidy Ups. Bin der YouTuberin damals schon gefolgt. Das ist die liebe Igris. Ich glaube, die Seite hieß früher Prettify. Das war so eine der ersten YouTuberinnen, die ich jemals abonniert habe. Zusammen mit der lieben Sonja vom Kanal Luxon. Und dann war da noch so ein Mädel, die aber keine Videos mehr macht, die Beauty-Videos gemacht hat, und X-Karinina, die früher Beauty-Videos gemacht hat, dann immer mal wieder kommt, aber im Moment mehr so Buch-Reviews und so weiter. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr, weil ich keine Leseratte bin, sagte sie mit den Büchern im Hintergrund. Genau, auf jeden Fall habe ich bei Tidy Ups bestellt. Die haben so Organisations... ja, wie nennt sich das? Ich zeige euch das einfach mal. Es ist so eine Make-up-Organisation. Das ist erstens voll süß gemacht. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, so ist das verpackt. Ich habe schon reingeguckt, deswegen ist es hier schon auf. Und was ich auch total niedlich fand, war, da war dieser kleine Umschlag bei. Und in dem Umschlag sind so Kärtchen drin. Beautiful, you look gorgeous und shine bright. Das finde ich super süß. Eine nette Idee. Genau. Aber die Pakete waren früher vom Prettify Shop schon immer toll eingepackt. Hier sieht man es auch. For Compacts. Und was ich an diesem System ganz toll finde, ist, ihr habt einmal dieses sehr hochwertige Acrylteil, was ich ja immer super finde, weil man kann das toll sauber halten. Das hat jetzt auch keine scharfen Kanten. Es ist auch wirklich gut verarbeitet und nicht so ein Billigschrott. Würde ich jetzt aber bei dem Preis auch meckern, wenn es Billigschrott wäre. Ja. Und dann habt ihr diese, man sieht das gar nicht auf meinem Bett, ihr habt dann diese Acrylstecker und damit könnt ihr euch eure Make-up-Organisation so zusammenbauen, wie ihr sie gerne hättet. Ich habe jetzt so ein Bundle gekauft, das waren fünf Pakete, also fünfmal diese Organisation zum Preis von vier. Und das heißt, das fünfte habe ich quasi geschenkt gekriegt. Und dann habe ich noch einen Rabattcode genutzt von der lieben Sonja. Ich glaube, der heißt Luxon15. Ich schreibe ihn euch hier oder da mal hin. Oder da, mal gucken. Und habe dann nochmal gespart. Und am Ende zahle ich dann nicht irgendwie 40 Euro für eine Organisation, sondern 28, 29, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ich werde die auch nicht alle fünf behalten. Ich werde drei oder vier behalten. Und eins gebe ich dann weiter, beziehungsweise verkaufe ich dann weiter. Weil fünf Stück brauche ich nicht, so viel Zeug habe ich ja Gott sei Dank nicht mehr. Und ich find die einfach super, super schick. Und ja, ist da mal wieder Grund, durch meine Kosmetiksammlung zu gehen. Ich sortiere ja nicht sowieso schon ständig in meiner Kosmetiksammlung rum. Und ja, also die wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Und ich zeige euch mal kurz, also nicht, dass ihr das nicht schon tausendmal gesehen hättet, wie das aktuell in meinem Schminkschrank aussieht. Also, don't judge me, es ist nicht aufgeräumt. Und ich habe halt diese Dinger von IKEA. Die sind ja auch nicht schlecht, aber ihr habt hier immer so viel Platzverschwendung. Also bei den Tidy Ups ist es auch so, dass die nur so groß sind, ungefähr so groß sind. Aber da hinten kommt ihr sowieso nicht dran. Deswegen macht es sowieso keinen Sinn. Und ja, also ich habe diese IKEA-Dinger da drin. Und dann habe ich auch noch so ein paar von diesen Teilen. Ich habe mir auch erst überlegt, ob ich mir die nochmal bestelle. Die sind von Amazon, die sind auch wirklich gut, die sind auch richtig toll verarbeitet, keine scharfen Kanten. Aber was mich an denen total nervt, das ist jetzt natürlich dreckig, ne? Da sind so Aufkleber dran. Und die waren auch drunter. Und ich kriege diesen Kleber kriege ich gar nicht ab. Und es bleibt immer so ein Kleberstain. Das geht nicht weg und das finde ich bei so einer scheiß kleinen Acrylschale für, weiß nicht, was haben die gekostet? 7 oder 8 € pro Stück. Und wie gesagt, die sind ja nicht so groß, ne? Nicht so groß. Da finde ich das ganz schön teuer. Genau. Und ich wollte mal gucken, wie viel ich davon jetzt gebrauchen kann. Wie gesagt, entweder drei oder vier. Mal sehen.
Und werde dazu dann auch noch mal ein bisschen sortieren und ausmisten. Vielleicht gibt es ja noch was auszumisten. Eigentlich finde ich ja immer was, das noch weg kann. Traurig aber wahr. Und ja, dann einfach mal gucken, wie es dann hinterher aussieht. Genau, das wollte ich euch kurz erzählen. Hi, es ist ein Tag später und ja, tierische Kopfschmerzen habe ich und deswegen bleibe ich heute zu Hause. Also es ist heute Wochenende. Mein Freund hat sowieso was zu tun und so richtig viel zu tun und deswegen ist er gut beschäftigt. Und ja, ich kümmere mich einfach mal um meinen Kram. Ich habe jetzt meine Schubladen organisiert. Ich habe euch ja gezeigt, dass ich mir die Organizer bestellt habe. Also insgesamt waren es 5. 2 davon habe ich weitergegeben. Also ich habe mit einer Bekannten geteilt. Und eins ist leider immer noch über. Also ja, es macht aber keinen Sinn, das in meinen Schminkschrank einzubauen, weil ich nie wieder so viel besitzen möchte, dass ich noch mehr Platz brauche, als ich jetzt ohnehin habe. Ich zeige euch das jetzt mal. In dieser obersten Schublade habe ich diesen Organizer drin gelassen, weil da diese Tidy-Ups keinen Sinn gemacht hätten. Und hier sind meine ja, Backups an Handcreme und Pröbchen, jede Menge Pröbchen. Hier habe ich von Christine noch einmal die Moisturizing Factors geschenkt bekommen. Von The Ordinary habe ich auch noch die Caffeine Solution. Die finde ich richtig toll für unter den Augen, weil die bei mir wirklich aufpolstert. Und ja, ich habe sie jetzt nicht benutzt sehr lange, aber damit fange ich jetzt wieder an. Ich habe noch ein Gesichtspeeling von Organizer. Ach, ich will es euch gar nicht alles im Einzelnen zeigen. Hier kommt auf jeden Fall mein erstes Tidy-Up. Und ich habe hier vorne, weil das zu groß ist, das ist es noch größer als die Becca Foundation, dieser Primer. Deswegen kann ich den gar nicht vernünftig reinlegen, der liegt eigentlich davor. Aber normalerweise, ihr seht, hier ist noch viel, richtig viel Platz. Ich habe gar nicht mehr so viel Kram, das finde ich toll. Ja, mal gucken. Das bleibt auf jeden Fall erstmal. Ja, und mein Primer, der Velvet Blurring Primer, Perfecting Base, der macht tatsächlich, dass die Haut perfektionierter aussieht und nimmt so ein bisschen die Poren zurück. Wobei das jetzt bei mir auch kein großes Problem mehr ist, finde ich. Also es war echt schon mal viel, viel schlimmer. Fixing Spray, ja, das ist meine Foundation-Schublade. Also hier sind jetzt Foundations, Concealer und Puder und Fixing Sprays untergebracht und mit der Organisation mich sehr zufrieden. Und die nächste Schublade, wo ich den ein Tidy-Up verwendet habe, ist diese hier. Und ich habe echt gedacht, ich bräuchte mehr Raum. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so wenig Platz brauche. Also hier vorne habe ich noch eine andere Acrylschale drin. Ich verlinke euch die immer in der Infobox, weil die echt toll sind. Ist nur ein bisschen nervig mit den Aufklebern, die da immer drin kleben. Und hier habe ich tatsächlich so unförmigere Verpackungen mit Cremeprodukten. Hier sind nur Cremeprodukte drin. Und dann kann ich das hier nämlich auch mal zurückziehen, damit man noch alles sieht. Genau. Und hier habe ich jetzt meine Blushes, Bronzer, Highlighter. Und guck mal, wie viel Platz da noch drin ist. Also, selbst wenn es mal mehr werden sollte, habe ich hier noch genügend Stauraum. Ich müsste jetzt nicht unbedingt ihr wisst schon, ich muss jetzt nicht unbedingt noch einen Teil die abbehalten, weil irgendwann wieder so viele Blushes da sind, dass ich eine ganze Schublade damit voll machen möchte. Das wird nicht passieren, darauf werde ich achten. Ich glaube, hier bleibt auch alles, weil ja. Also ursprünglich hatte ich ja auch diesen Creme Blush aussortiert, aber da ich den so, so gerne benutze, das ist Sunny Peach von H&M, denn der ist so schön. Werde ich ihn doch behalten und nicht aufgeben, weil so viel Blush habe ich gar nicht, wie ihr seht. Also so viel habe ich gar nicht. Und ich bin voller Hoffnung, dass der hier bald leer ist. Das heißt, hier ist wieder ein Platz frei. Und ihr seht, ich habe einen Butter Bronzer als Backup und ich habe den hier. Und wie man sieht, benutze ich den ständig. Und ich denke, in 1 bis 2 Monaten ist der auch aufgebraucht. Das heißt, dann ist hier auch wieder ein Platz frei. Und ja, also bleibt hier auch alles. Und dadurch, dass es auch Acryl ist, sieht es halt nicht so vollgestopft aus. Also irgendwie gefällt mir das ganz gut. Ja, das haben wir dann hier. Hier kann bestimmt was weg. Genau. Und zwar, der geht noch, aber der. Dieser Eyeliner von Trended Up, der ist echt so fies. Das Cool Breeze, ich weiß nicht, ob das eine LE ist. Keine Ahnung, ist ein Liquid Eyeliner, der jedes, also man braucht mehrere Striche, um ihn deckend zu bekommen und mit jedem Strich, den man drüber setzt, nimmt man das Produkt von vorher wieder weg. Also der taugt gar nichts. Der ist auch nicht so gut, aber ist mein einziger flüssiger brauner Eyeliner und deswegen behalte ich den erstmal. Man muss ja auch nichts wegtun, um es wegzutun. Das ist ja auch blödsinnig. Ja,
Der Rest bleibt erstmal. Wie gesagt, es wird nicht viel ausgemistet, aber so ein bisschen halt. Und von meinen Blush-Paletten oder von meinen Face-Paletten darf auch nichts gehen. Das Zeug ist einfach super. Wobei, nee, darf bleiben. Also ich weiß wohl, warum ich... Also ich habe ja nicht mehr viel in meinen Schubladen. Natürlich für jeden Normalsterblichen immer noch viel zu viel. Aber ich weiß wohl, warum es für eine YouTuberin so wenig ist. Also hier sind wirklich fast nur noch Sachen drin, die ich wirklich sehr liebe. Hier kam was weg. Und zwar habe ich festgestellt, ich habe ja diese Revolution Make-up Palette, ne? Und ich habe die auch schon in meinen Favoriten und Best Under 10 Euro, keine Ahnung, Videos gezeigt. Ich finde die auch wirklich richtig toll, aber die untere Reihe an Farben und auch die habe ich in anderen Paletten. Das ist jetzt nichts so Besonderes. Ich habe die behalten wegen dieser Töne. Das ist ein richtig tolles, dunkles Braun, das auch gut hält. Das sind schöne, peachige und bierige Töne, die wirklich was können. Richtig, richtig toll. Aber ich habe jetzt seit kurzem die Just Peachy Matte Palette. Und wie ihr seht, finden sich die Farben wieder. Und wie gesagt, diese schimmernden Farben, die ich hier wirklich mag, die habe ich auch noch in anderen Paletten oder als Singles. Ich brauche die nicht beide. Und letztens hatte mir mal bei einem anderen Aussortiert-Video, hatte mir meine Zuschauerin unter das Video geschrieben, es würde den Eindruck vermitteln, als würde ich meine High-End-Paletten sammeln und die und benutzen würde ich dann die Dupes dazu, also die Drogerieprodukte. Das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ich muss sagen, sie hat recht. Also immerhin schon mal zwei Teile. Und, ja genau, die Lorac Pro 2. Ich habe die in meinem Pen That Palette Projekt für dieses Jahr und ich habe euch in meinem letzten Update schon gesagt, dass mich das total nervt, die zu benutzen. Wirklich. Die Farben sind toll, das ist eine richtig schöne Palette, wirklich. Und ich habe in meinem Video wohl auch gesagt, dass ich die Palette sehr wahrscheinlich wegschmeißen werde, wenn ich dann... am Ende des Jahres, wenn ich mit der Palette durch bin, ich habe aber keine Lust mehr, sie zu benutzen, habe ich nicht. Und letztens hatte mir eine Zuschauerin geschrieben, dass sie den Rest gerne hätte. Also, dass sie gerne die restliche Palette hätte, wenn ich mit der durch bin. Und erst dachte ich, oh, das ist aber komisch, weil die ist ja wirklich stark benutzt. Ihr seht das ja, ne? Und sie hat mir halt geschrieben, dass sie einfach mal gucken möchte, wie die Qualität so ist. Und bevor sie dann investiert in so eine teure Palette in Amerika bestellt und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich die jetzt noch ein halbes Jahr weiter benutze und eigentlich gar keinen Bock auf die habe, dann wird die Qualität ja nicht besser. Dann sortiere ich die jetzt lieber aus und schicke ihr die zu. Dann hat sie tatsächlich noch ein bisschen mehr Produkt auch drin, um die auszutesten. Und die Formulierung kann nicht, also kippt nicht, also, weil jetzt sind die Lidschatten noch toll. Da ist nichts mit, ne? Also die sind echt gut. Ich habe einfach keine Lust mehr, sie zu benutzen und einfach nur, um das jetzt dieses Jahr durchzuziehen, mache ich nicht. Also ich werde ein Bild von dieser Palette machen, beziehungsweise habe ja auch schon ein paar, dann bleibt sie mir in Erinnerung und werde die jetzt an meine Zuschauerin schicken, weil ich weiß, dass sie die gerne testen möchte. Mal wieder ein bisschen mehr Platz, sehr, sehr schön. Genau, dann habe ich diese Palette hier von NYX. Das ist die, finde ich richtig toll, das Color Riot FTS08. Die Lidschatten sind schön weich, aber ich mag den Ton hier nicht. Und den fände ich auch viel schöner, wenn er matt wäre. Und ich habe in meiner Color Drain und in meiner Jeffree Star Palette habe ich zwei Farben, die der sehr ähnlich sind. Und diese anderen Farben habe ich sowieso sehr ähnlich. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, an dieser Palette festzuhalten. Ist ein bisschen schade, weil sie hat 10 Euro gekostet und die werde ich dafür niemals wiederbekommen. Aber die landet auch auf Kleiderkreisel. Dann, genau. Ich habe meine Make-up-Lidschatten ein wenig aussortiert. Das mal ich mal rausfummeln. Erst hatte ich überlegt, ob ich sie tatsächlich aufgebe und dann habe ich sie geswatcht und festgestellt, ich benutze sie einfach zu wenig, sind einfach so, so, so gut. Aber es sind ein paar Farben dabei, die ich einfach nie benutze. Und dann habe ich mich hingesetzt und geswatcht und geguckt, was benutze ich denn noch und was nicht. Und da sind dann einige Lidschatten rausgeflogen. Und ich habe jetzt in der Palette hier, habe ich auch die Anastasia Beverly Hills Lidschatten mit drin, die ich vom lieben Christian zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, die ich liebe. Die sind so gut, die sind genauso gut. Nein, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als die von Make-up Geek, obwohl liegt wahrscheinlich auch an der Farbe.
Also hier sind jetzt ein paar Make-up-Geek-Lidschatten drin und das hier ist einer von Inglot, den habe ich mal dazu bekommen. Das ist Make-up-Geek Tuscan-San. Total schöne Farbe, die sehen sich sehr ähnlich, aber ich benutze die nie. Dann habe ich hier die Farbe Cherry Cola, die habe ich damals auch gejagt, weil die ständig ausverkauft war, aber ich benutze die nie. Dann habe ich hier Showtime. Die habe ich eine sehr, sehr ähnliche Farbe. Ist in der Color Drain Palette drin. Die brauche ich nicht zweimal, weil ich einfach zu selten schimmernde Lidschatten verwende. Und das hier ist von Make-up Geek, die Farbe Rebel. Auch sehr speziell, aber auch die benutze ich nie. Und die anderen Farben, die hier noch drin sind. Genau. Das sind die pottete Lidschatten aus meiner Love Palette. Die sind fantastisch. Aber ich habe diese Farben sehr, sehr ähnlich auch hier und in anderen Paletten. Ich brauche die nicht doppelt, weil ich so viele schimmernde Lidschatten gar nicht mehr trage. Und habe mir überlegt, ich stelle die da mal so bei Kleiderkreisel ein, inklusive Setpalette. Und ja, die hier bleiben, weil die, das sind einfach meine, also die sind wirklich toll. Ich kann mich davon keinem trennen. Ich habe die geswatcht, die fühlen sich alle fantastisch an. Das sind alles Farben, die ich tatsächlich auch gelegentlich nutze, sowas hier natürlich nicht so häufig, aber ich mag meine Lila-Töne, meine Bordeaux-Töne, meine Warmtöne, ich mag Grau, großartig, also richtig, richtig tolle Make-up-Geek-Lidschatten, aber ich suchte die jetzt nicht mehr so sehr. Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Ich habe jetzt von den paar Paletten, die ich sowieso nur noch habe, schon wieder 4 aussortiert, wobei, ja, ihr wisst, was ich meine. Und habe hier wieder so ein bisschen Platz. Platz finde ich ja toll, ne? Und die lasse ich tatsächlich hier drin, die Palette, weil, oder ich packe die in eine andere Schublade, in die Reiseschublade, weil wenn ich tatsächlich verreise, dann kann ich aus der Make-up Geek Palette, also aus meiner Set-Palette, kann ich einfach die 4 rausnehmen, die ich am liebsten benutze und kann die sicher mitnehmen, weil so eine ganze große Palette, die kann auch mal kaputt gehen, brauche ich eigentlich im Urlaub nicht. Und ja, manchmal möchte man ja nicht nur so eine kleine mitnehmen. Haben wir hier noch. Hier haben wir noch Lippenprodukte und ja, ihr seht, so viel habe ich auch gar nicht mehr. Also es ist natürlich immer noch viel, aber nicht wahnsinnig viel. Ich hätte gerne mal eure Meinung. Und zwar, kennt ihr die Tarte Lip Paints? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt eine war in einem Kit drin, das ich von Christian geschenkt bekommen habe, zusammen mit der kleinen Tarte Palette und dem und einer Mascara. Und eine habe ich als Geschenk, ich glaube von der lieben Schneeweißchen 1981, folgt ihr mal bei Instagram, sie ist ganz, ganz lieb und süß und ich mag sie. Dabei bekommen zu einer Bestellung, die sie mir mitgebracht hat aus Amerika. Und ich hasse den Geruch. Ich mag das nicht, wenn Lippenprodukte nach Zahnpasta riechen. Und ich hätte gerne mal eure Meinung dazu. Ich mag die nicht aussortieren, weil ich die, wie gesagt, ich habe die geschenkt bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag sie nicht. Wirklich nicht. Und daher, ja, liegen sie hier drin und werden wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen, aber es sind Geschenke. Also ich habe echt Schwierigkeiten, mich von Geschenken zu lösen. Und deswegen dürfen selbst Produkte, die ich nicht so ständig benutze, in meiner Sammlung bleiben. So, das wollte ich euch kurz zeigen und jetzt werde ich mir was zu essen machen. Ich plane, Gott, wie heißt das denn? Cup Seehecht vom Lidl. Das hat richtig wenig Kalorien. Das sind 250 Gramm Fisch. Und wo steht's? Da. Ein Fischfilet hat 88 Gramm. Ich werde beide essen, weil ich immer ein bisschen mehr Volumen brauche. Dazu werde ich mir Spinat kochen oder erwärmen. Den kocht man ja nicht. Und dann habe ich mir gestern im... wie heißt es? Im DM? Rossmann. Im Rossmann habe ich mir die Dinkellocken gekauft. Ich finde das so geil. Da irgendwie eine psychische Störung, glaube ich. Wenn, wenn ich Spinat esse und Nudeln, da ist ein Loch drin, dann saugt sich der Spinat in die Nudeln. Das finde ich geil. Ja, genau. Also das werde ich mir jetzt zu essen machen, weil ich einfach mega Hunger habe. Und mein Balkon. Genau. Ich habe mir den Fisch jetzt zum Auftauen hier hingelegt, weil der natürlich immer gefroren ist. Und ja,
Hier ist meine Zucchini. Leider wird die irgendwie nichts. Jedes Mal, wenn dann so eine kleine Zucchini rausgewachsen ist, geht die kaputt. Das ist so schade. Ich hätte so gerne eigene Zucchinis. Dann habe ich hier meine Paprika. Da waren ja die gelben Paprikas dran. Die habe ich alle aufgefressen, weil die super, super lecker waren. Total süß und lecker. Aber hier wachsen schon wieder ganz viele neue. Ich freue mich. Wie gesagt, alles, was man aufessen kann, das werde ich dann sicherlich auch pflegen. Wann Stachelbeeren kommen, weiß ich gar nicht. Oder weiße Johannisbeeren. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Und das ist meine Tomate. Guck mal, wie groß die sind. Sind die schön? Ich bin echt gespannt, wie die aussehen, wenn die rot werden. Dann habe ich hier diese... Ich verstehe das gar nicht. Ich habe hier einmal gelbe Peperoni. Ich habe rote Peperoni. Die Peperonis sind schon riesengroß. Wirklich riesengroß. Guck mal bitte. So lang wie... Also länger als meine Finger. Und die sind immer noch grün. Und jetzt weiß ich nicht... Haben die mir einfach Scheiße verkauft? Also sind es gar keine roten und gelben Peperoni, sondern sind die grün? Ich könnte ja einfach mal eine aufschneiden und essen, irgendwie ins Essen machen. Dann habe ich hier meine Brombeeren. Und was ich an meiner Brombeere total toll finde, mein Freund hat die wild im Garten. Die haben total viele Stacheln. Meine hat keine Stacheln. Ich bin gespannt, ob das was wird. Und dann habe ich hier noch meinen Basilikum, der anfängt zu blühen. Finde ich auch witzig. Und mein Schnittlauch. Ich habe noch nie so lange meinen Schnittlauch gehalten. Er sieht jetzt natürlich nicht mehr so taufrisch aus, aber ist immer noch aromatisch und lecker und stark. Nur halt ein bisschen lang. Und normalerweise ist der bei mir immer nach circa einer Woche kaputt. Das finde ich richtig toll. Ja. Keto habe ich aufgegeben. Funktioniert nicht. Meine Muskelkrankheit macht das nicht mit. Also es wird so stark getriggert, dass ich im ganzen Körper Krämpfe habe, leider. Aber ja, ich achte halt wieder so ein bisschen auf meine Kalorien, ohne irgendwie eine Crash-Diät zu machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und was soll ich noch erzählen? Nö, mehr gibt's erstmal nicht. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Outfit of the day. Wieder minimalistisches Make-up, aber ich habe welches drauf. Und zwar das. Ich habe eine kleine Bestellung bei Douglas getätigt. Auf den Lippen trage ich auch einen Lipgloss von Becker, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ja, ich sehe ein bisschen müde aus. Ich habe im Moment keine Lust auf viel Augen-Make-up und dadurch sieht man dann noch schnell mal ein bisschen müde aus. Ich zeige euch eben kurz mein Outfit. Moment. Diese Ohrringe von H&M. Heute mal keine Kette, weil das Top, das ich trage, recht aufwendig ist. Und lange Ohrringe, aufwendiges Top und Kette finde ich da ein bisschen viel. Dann trage ich meinen alten Blazer von H&M, so ein schlichter schwarzer. Diese Paperback-Hose oder wie die sich nennen, halt diese hochgeschnittenen Hosen, die man in der Taille, wie in diesem Fall hier, binden kann. Ganz normale schwarze Sneaker. Wo ist meine Handtasche? Natürlich meine Rebecca Minkoff J'Tel Messenger. Normalerweise würde ich jetzt nicht unbedingt einen Blazer dazu tragen, aber es ist noch ein bisschen frisch. Und ich habe gerade tatsächlich keine Jacke, die ich dazu kombinieren kann. Und warum dann nicht einen Blazer rüberwerfen? Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Mua. Outfit of the day! Ja, es ist endlich wieder warm geworden, Gott sei Dank. Also heute sollen es 27, 26 Grad werden. Die letzten 5 Tage hatten wir immer so um die 15, 16. Also ja... Ich freue mich drauf, dass es wieder warm ist. Jetzt bin ich aber trotzdem spät dran und komme nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit und treffe mich nachher auch noch mit einer Freundin. Pferdeschwanz, ich habe im Moment einfach keine Lust, mir meine Haare zu machen. Ohrringe, auf den Lippen habe ich noch gar nichts. Und ja, dieses gestreifte Top ist ganz aktuell bei H&M zu bekommen für, ich glaube, 10 Euro, 20 Euro, ich bin mir nicht sicher. H&M-Preise sind ja ziemlich ähnlich. Dann meine Paperback-Hose. Die ich ja immer noch super geil finde, ne? Also irgendwie gefällt mir die total gut. Die macht jetzt nicht den hübschesten Po. Das ist mir aber egal. Und dann so ganz einfache, schwarze, schlichte, billige Sneaker von Deichmann. Und ich werde dazu gleich meine Rebecca Minkoff-Tasche umlegen und meinen Jutebeutel wieder tragen. Und ja, das ist mein Outfit of the Day. Wieder ein bisschen minimalistisches Make-up. Ich verwende zurzeit die... Becker Luminous
Perfecting Foundation. Ich finde die super. Echt klasse. Ich habe gedacht, dass ich ein bisschen mehr nachöle, aber die macht echt einen richtig guten Eindruck. Und jetzt mache ich mich auf den Weg, weil ich bin knapp dran. Wie immer eigentlich. Guten Morgen, guten Morgen. Mein Outfit of the day, das ist ein ganz schlichtes, weißes Kleid, minimal Make-up, also fast gar nichts. Und mein Fortune Cookie NYX Buttergloss, den mag ich total gerne. Es ist einfach sehr, sehr, sehr warm und da möchte ich mich nicht so überpacken mit allem Möglichen. Das ist übrigens Klaus. Und ja, das ist das Kleid. Ich habe mir einen Gürtel um die Taille gemacht und das so ein bisschen hergezuppelt, weil das halt gar nicht tailliert ist und das sieht bei mir immer ein bisschen komisch aus. Und das ist so ein Kleid aus dieser Heidi Klum Kollektion. Das hatte ich mir zusammen in der Tasche und ein paar Latschen bestellt. Und das kam jetzt ein bisschen später an, aber ich finde das irgendwie ganz süß. Also diese Details sind ganz schön. Es ist mir eigentlich ein Tick zu durchsichtig, aber ich finde, mit heller Unterwäsche geht's. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Achso, und natürlich meine kleine Lieblingstasche, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ich liebe sie total. Und Minimalschuhe, genau. This is my outfit of the day und nun mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Hi! Es ist Donnerstagmorgen und ich muss mich definitiv jetzt auf den Weg zur Arbeit machen. Das ist relativ früh, 7:30. Sehr untypisch für mich. Aber ich muss noch was für einen Termin vorbereiten und der ist halt 9:00. Also von daher habe ich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Mein Outfit of the day ist dieses hübsche Spitzen, also Top mit so Spitzenapplikationen von H&M. Nachdem ich immer wieder gefragt werde, das ist ganz aktuell, also wenn ihr bei H&M Shirt mit Spitze eingibt oder Top mit Spitze, wird euch das angezeigt, die kosten nur 9,95 und ich habe es in schwarz und in weiß gekauft, weil ich es sehr schick finde. Dazu habe ich wieder meine Paperback-Hose an, auch von H&M, die kommt auch zwischendurch immer mal wieder rein, müsst ihr einfach mal reinschauen. Und meinen hübschen Beutel, den ich von der lieben Christine geschenkt bekommen habe und meine kleine Lieblingshandtasche und ja, simpel. Auf den Lippen trage ich Tiramisu von NYX und mal wieder ein Pferdeschwanz, weil ich keine Lust habe, mir die Haare zu machen. Es ist super heiß draußen und ja, das ist einfach die komfortabelste Lösung. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit und wünsche euch einen fantastischen Tag. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Mein Outfit of the day, wieder minimal Make-up. Irgendwie mag ich es im Moment einfach. Im Moment habe ich keinen Bock auf Hollywood. Dann Schmuck trage ich Ohrringe. Meine Meloflori-Halskette ist irgendwie verschütt gegangen in Gold. Das nervt mich gerade total. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist, aber ja, ich hoffe, ich finde sie wieder. Dann trage ich ein Armband, das eigentlich an einen anderen Arm gehört, aber irgendwie ja, ist halt so. Mein Fitness-Tracker und ich habe hier so ein ganz einfaches Top. Das ist vorne deutlich kürzer als hinten. Das mag ich ganz gern. Und Lieblingsgürtel, Lieblings-Skinny-Jeans von H&M. Ich werde immer gefragt, welche das ist. Ihr müsst einfach, ich glaube, das ist sogar so eine Art Jeggings, weil die hier vorne nur angedeutet, nee, Taschen hat sie nicht. Es ist eine normale Skinny-Jeans. Ihr müsst da einfach nachgucken. Ne? Diese Modelle haben die immer, kosten nur 20 Euro, ist eine billige Hose. Und Mess on my desk. Dann hatte ich mir von Lidl aus dieser Heidi Klum Kollektion habe ich mir diese super schönen Schläppchen gekauft, die ich echt mega schön finde. Und eine passende Tasche dazu, bei der ich mir am Anfang nicht ganz sicher war, aber mittlerweile finde ich die super schön, weil die eine ganz tolle, ich mag den Strap, also der ist so schön bunt und schwarz-weiß ist sowieso voll mein Ding. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl. Auf den Lippen trage ich NYX Tiramisu. Genau, und der will einfach nicht weggehen. Das ist NYX Tiramisu. Ihr wisst ja, ich liebe meine Glosse. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Ich bin mega spät dran und ich habe mir vorgenommen, Fahrrad zu fahren. Also tue ich das jetzt auch. Moin, moin. Es ist heute mal nicht so super heiß. Und deswegen bin ich auch nicht ganz so, ja, sommerlich, aber irgendwie gefällt mir dieser kühle Lippenstift gerade nicht. Ich glaube, den mache ich gleich erstmal wieder ab. Aber ich habe halt so ein taub-mauve-farbenes T-Shirt an. Ich zeige euch das mal.
so ein ganz schlichtes T-Shirt, das ich aber super gerne mag, weil das so ein bisschen, weiß nicht, ob man das sehen kann, die, nennen wir es mal Bündchen, die sind alle so ein bisschen in sich gedreht, das mag ich ganz gern. Und dazu Schmuck, mein Fitbit und meine Sofiel, mein Sofiel am Reifen, meine Sofiel Kette mit Melo Flori. Ich habe sie wieder gefunden, hurra! Und Ohrstecker, genau. Und dann habe ich meine Katzentasche. Ja, die habe ich gestern rausgekramt, weil ich zu meinem Freund gefahren bin mit dem Fahrrad und ein bisschen mehr mitnehmen musste. Die ist einfach so, so, so schön. Ich finde die toll. Ich weiß, das ist kitschig, steht nicht jeder drauf. Und passend zum T-Shirt habe ich auch die passenden, ja, Sneaker sind das nicht. Das sind schon so, ich weiß nicht, wie man sie nennt, aber so Schnürschuhchen an. Und ja, jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Das muss ja auch sein, ne? Kann ja nicht nur Wochenende haben. Und ja, tolle Frisur. Der Lippenstift geht echt gar nicht. Zu braun. Hm, was Moviges wäre jetzt schöner, aber sowas habe ich glaube ich gar nicht. Und ja, dann nehme ich ein Lipgloss mit, ne? Bis später. Ja, ich verabschiede mich aus dem Vlog. Ich danke euch, dass ihr mir wieder zugeschaut habt und ja, ich drücke euch ganz lieb und hoffe, euch geht's gut und tschüss, ihr Süßen.